Die Mützing Genta ist ein jährlich stattfindendes Kulturfestival in Mützing, welches vor 28 Jahren von Rosi und Klaus Schopp ins Leben gerufen wurde. Die Mützing Genta gehörte damals zur kulturellen Landpartie, machte sich jedoch 2010 selbstständig, um mehr Entscheidungsfreiheiten zu haben. Das Ehepaar suchte nach einer Plattform, um als kleines Unternehmen viele Menschen zu erreichen. Mit der Lederwerkstatt für ihre Marke Falcon & Kite begann diese Plattform und nach begannen noch andere Aussteller auf diese aufmerksam zu werden. Heute hat die Mützing Genta mittlerweile 60 Aussteller. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten kann man sich als Besucher von Kunsthandwerkern aller Art, handgemachten Holzspielzeugen und zahlreichen Essensmöglichkeiten beeindrucken lassen. Als erstes können Sie sich vielleicht einmal vorstellen. Hallo, ich bin Andrea Rausch, komme aus Leipzig und bin gelernte Illustratorin und Grafikdesignerin. Ich habe das in Leipzig studiert, an der Hochschule für Grafik und Bildkunst. Okay, sind Sie zum ersten Mal hier oder machen Sie das schon länger? Ich bin zum ersten Mal hier auf der Mützing Genta und ich war die letzten 2 Jahre in Neutramm und das waren meine ersten Mal auf der kulturellen Landpartie. Wie würden Sie denn die Atmosphäre auf der Mützing Genta beschreiben? Ich finde es sehr, es sind sehr viele nette Leute, die man hier trifft. Es ist sehr familiär und sehr offen, sehr aufgeschlossene Menschen trifft man hier. Ich finde es sehr schön. Könnten Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Klaus. Ich bin hier in Vertretung für die Irena Kepper von der Kollektion Birkenrinde. Wir vertreten hier Produkte aus Naturanbau von Rinde für Brot, Brotdosen, Vorratsdosen für Kaffee, Tee und solche Produkte, die es schon seit der Steinzeit heute gibt und wieder so ein neues Aufleben, wieder neu entdeckt worden, so will ich es mal formulieren. Sind Sie zum ersten Mal auf der Mützing Genta und wenn nicht, wie oft waren Sie schon hier? Wir sind jetzt seit circa 15, 16 Jahren hier auf der Mützing Genta. Wir kommen immer wieder gerne hier hin und wie gesagt, wir gehören schon bald zum Inventar. Letzte Frage, was macht die Mützing Genta für Sie besonders oder interessant? Eigentlich die Menschen, die hier kommen, weil die Menschen, die hier auf diese Mützing Genta kommen, das ist ein Schlag von Menschen, die auch sehr alternativ eingestellt sind, sehr auf biologischen Anbau, biologische Produkte achten. Einfach, es ist eine nette Veranstaltung mit sehr netten Menschen, deswegen kommen wir immer wieder gerne hier. Das ist schön zu hören. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview. Danke auch. Thank you.